So, und auch heute habe ich schon wieder etwas Neues in dem Paket von Kalut. War nämlich noch der Kalut Samari Seris drin. Das ist der Kopf von Kalut selber, also der perfekt zum Lotus passt. Und wie ihr seht, ist das hier so ein Funnel. Der ist außen mit Silikon. Und ja, der ist extra für den Lotus 2 konzipiert. Und ich werde mir den heute mal bauen und Bescheid geben, wie das Ganze läuft. So, ich habe jetzt den Kopf ganz leicht unter diesen unteren Rand hier gebaut. Ich habe ihn nicht ganz an den Rand gebaut, da mir aufgefallen ist, dass der Kopf extrem großes Fassungsvermögen hat. Also, das ist wahrscheinlich der größte Tabakverbrauch, den ich je hatte in einem Kopf. Und ich werde jetzt mal schauen, wie das Ganze so läuft, denn ich möchte das eigentlich nicht noch mehr Tabak hier reinpacken, da jetzt das Ganze schon sehr viel drin hat und dann extrem lang laufen wird. Jetzt habe ich hier oben die restliche Molasse abgewischt, damit sie sich nicht in den Aufsatz brennt. Und wenn man hier schaut, der Lotus 2 hat hier diese Rillen und die passen perfekt auf diese Rillen hier im Kopf. Und dann ist der Aufsatz gesichert und hält bombenfest. So, wie bereits gehabt, werde ich mit zwei Kokosolkohlen und geschlossenem Deckel anfangen. Wenn das Ganze dann mehr Hitze benötigt, werde ich noch eine Kohle nachlegen. Und ja, mal sehen, wie das Ganze kommt. So, dann kommen wir nun zum Fazit. Also es hat etwas länger gedauert, bis der Kopf auf Betriebstemperatur kam. Deswegen habe ich noch eine dritte Kohle draufgelegt. Also ich habe jetzt hier drei Kohlen drauf. Und jetzt hat der Kopf genügend Hitze und läuft eigentlich top. Also wie man sieht, die Rauchentwicklung kommt wirklich gut. Der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Kopf habe, ist, dass er wirklich ein sehr, sehr großes Fassungsvermögen hat. Also der Tabakverbrauch ist sehr groß. Wenn man jetzt sehr lange rauchen möchte oder mit mehreren Leuten, dann kann man so einen Kopf bauen und kann wahrscheinlich 1 bis 2 Stunden rauchen. Aber für eine Session alleine ist das Fassungsvermögen für mich etwas zu groß. Also der Tabakverbrauch ist wirklich enorm. Und ja, deswegen kann ich auch diesen Kopf bedingt weiterempfehlen. Wenn ihr auf lange Session steht, dann schlagt zu. Mit dem Lotus 2 läuft das super. Und ja, sonst ist das Fassungsvermögen halt etwas groß.